von Rheinsberg, strömet herbei und lasset euch erzählen, dass die edlen Ritter manchmal gar nicht so edel waren. Jubel und Applaus für das Trio Infernal! Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je, ich muss schon bitten, oh je, so geht das nicht. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je, ich muss schon bitten, oh je, nein, nein, no, no, nee, nee. Saß ein Ritter auf dem hohen Ross, spielte er so gern den großen Boss, stritt wie ein Wilder in dem Turnier, ritt in den Kampf wie ein wilder Stier. Mit dem Schwert und mit der Lanze ging der Ritter dann aufs Ganze. Doch wenn der Helfer rutschte Pflegeschicht, dann hatte er halt leider schlechte Sicht. Er wär aus dem Sattel geflogen, zum Glück hat's die Lanze oft verbogen. Woo! Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, so geht das nicht. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, nein, nein, no, no, nee, nee. So eine Rüstung war, wie jeder weiß, in der Sonne leider furchtbar heiß. Wenn man dann stundenlang im Sattel sitzt, kann es schon sein, dass man ganz furchtbar schwitzt. Der Ritter wollte kräftig prunken, in Wirklichkeit hat er gestunken. Aus seiner Rüstung drang in diesem Fall ein Duft noch viel schlimmer als im Schweinestall. Er hat allen Fräulein zugewunken, doch die sind in Ohnmacht hingesunken. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, so geht das nicht. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, nein, nein, no, no, nee, nee. Ja, als Ritter braucht man wirklich Mut, weil man gegen Drachen kämpfen tut. Doch manchmal war's zum Lachen, glaubet mir, da besiegte ihn ein winzig kleines Tier. Seine Rüstung war aus dickem Blech, aber leider hat er manchmal Pech. Wenn durch eine Lücke, durch ein kleines Loch, so eine Wespe in die Rüstung kroch, dann ist die Stimmung gekippt, juhu, und unser Ritter, der ist ausgeflippt. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, so geht das nicht. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je, nein, nein, no, no, nein, 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 no, no, nein, 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 no, no. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Oh, Basilio! Papa! Oh je. Das war lustig! So geht das nicht hoch. Aber Maxi! Das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss... Oh, wie ich sehe, herrscht auf dem Burghof eitel Wonne und Vergnügen. Oh ja! Wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Ritter sitten, das sind Ritter sitten! Oh je. Was? Die Ritterzeiten sind vorbei. Oh, pack doch. Meine Trauer jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier an diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Entschuldigung. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Oh. So, ich danke. Ja, bitte. Dass euer Vater dem Scheiterhaufen entgeht, nicht? Oh, sein Geisteszustand ist eine Täuschung. Haltet mich nicht zum Narren. Ich kann jederzeit für eine Enttäuschung sorgen und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Und wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Yuhui sich aufhält, und ich werde euren Vater begnadigen. Aber Yuhui ist ein Babydrache. Umso besser, wenn ihr aus der Welt verschwindet, bevor er ein Riesendrache wird. Aber... Keine Angst. Ich werde ihm nichts zuleide tun. Er wird in das hinterste Ötschergebiet gebracht werden, wo er meinetwegen leben kann, bis er 1000 Jahre alt ist. Ein Drache in Freiheit. Darf ich? Ist doch besser als euer Vater auf dem Scheiterhaufen. Ich? Ja? Yuhui schläft dort oben in der Turmhütte.
Ich danke. Landsknechte, das griechische Feuer brennt die Hütte nieder. Was? Ja. No! Aber, no! Johai! No! Ihr habt mich belogen! Ihr habt mich belogen! Was ist hier los? Ja, auch was die Begnadigung eures Vaters betrifft. Der Prozess wird fortgeführt. Ich rate euch, diese Wildkatze zu bändigen. Denn wenn sie sich am Großinquisitor vergreift, dann wird sie ebenso enden wie ihr Vater. Folgt mir. Hallo. Johoi! Oh mein Gott, er ist tot. Ich bin schuld daran. Oh no, Isabella. Du darfst dich keinen Vorwurf machen. Er hat dich erpresst. Er hat dich belogen. Johoi ist nicht tot. Was? Was? Also, er ist schon tot, aber er muss es nicht bleiben. Sein Schmerz hat den Verstand verwirrt. Ritter Rüdiger, wir brauchen die Zauberin der Zeit. Adelheid von Rheinsberg, sie muss die Zeit zurückdrehen. Adelheid, du hast gesagt, dass sie das kann und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das mit Juhui anders machen können. Aber dazu muss die Zeit zurückgedreht werden. Mach, los. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber meinetwegen. Zauberin der Zeit, edle Adelheid, wir brauchen deine Kraft, du Zauberin der Ihr ruft mich. Ich habe das schreckliche Geschehen mitverfolgt. Du musst die Zeit für uns zurückdrehen. Kannst du das machen? Ich kann das Rad der Zeit nur rückwärts drehen, wenn jemand bereit ist, etwas zu opfern, das ihm besonders wertvoll ist. Ich habe etwas, das ich opfern möchte. Meine Fähigkeit, durch Wände zu schweben. Oh, Ritter Rüdiger! Nein! Ich weiß! Ich habe es sehr geliebt und es hat mir auch immer sehr geholfen, aber für Johoi, jawohl. Meine Geisterkraft durch Wände zu schweben, ich werde sie opfern. Axi, ist deine Idee wirklich gut? Isabella, wir müssen es wenigstens versuchen. Für Johoi bin ich zu diesem Opfer bereit. So sei es. Das große Vergessen wird sich über die anderen Menschen dieser Burg legen. Nur ihr zwei geht auf die Reise durch die Zeit und die Erinnerung bleibt. Ritter Rüdiger, ich muss dich aber warnen. Denn für ein Geisterwesen, wie du es bist, ist so eine Zeitreise doppelt gefährlich. Es könnte deine Kräfte übersteigen. Ach, na ja. Einmal werde ich das schon überstehen, ne? Für Johoi bin ich zu diesem Opfer bereit. Du warst vorher nicht hier. Was? Ach so. Ja, gut, dann verschwinde ich mal. Au. Ach so, ich kann ja jetzt nicht mehr durch Wände schweben. Na gut, ich bin dann mal weg. Auf dem Burghof Eitel, Wonne und Vergnügen. Ja, wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Rittersitten! Die Ritterzeiten sind vorbei. Oh, pardon. Meine Trauer jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier in diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Oh, ich danke. Bitte.
dass euer Vater dem Scheiterhaufen geht, nicht? Oh, sein Geist ist zuständig. Ist eine Täuschung. Halte mich nicht zum Narren. Kann jederzeit für eine Enttäuschung sorgen und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Jochui sich aufhält. Und ich werde euren Vater begnadigen. Ich kann euch helfen, Herr Großinquisitor. Seht ihr die Drachenposaune da oben? Wenn man die bläst, fliegt euch der Babydrache direkt vor die Nase. Ach, wirklich? Mhm. Und warum soll ich das glauben? Weil ich es sage. Was du nicht sagst. Ist ein Argument. Bruno! Geh doch hinauf und blas diese Posaune. Hm? Ja, das ist immer so lustig. Du bist ein interessanter Knabe. So viel Aufgewecktheit und neunmal Klugheit sind mir selten untergekommen in dieser Gegend. Irgendetwas ruft nach mir. Ich glaube, ich muss fliegen. Ich fliege! Hier! Juhui! Nebukadnezar, es ist ein Mörder! Was habt ihr getan? Das war ein kleines, unschuldiges Wesen! Rate, diese Wildkatze zu bändigen! Denn wenn sie sich am Großinquisitor vergreift, dann wird sie ebenso enden wie ihr Vater! Hallo! Hallo! Maxi! Es hat nicht funktioniert. Bitte, Rüdiger, was ist mit dir? Dieser Zeitsprung, der hat mich fast zerrissen. Maxi, was hast du getan? Du hast Juhui erst in ein Versteck gelockt. Man hat mir erklärt, wenn man die Drachenposaune bläst, dass der Drache Feuer mal kommt. Juhui, mein armer Babydrache ist tot. Juhui ist nicht tot. Das hat er das letzte Mal auch schon. Also, er ist schon tot, aber er muss es nicht bleiben. Der Schmerz hat seinen Verstand verwirrt. Bitte, Rüdiger, vielleicht kann Adelheid das Wunder mit der Zeit noch ein zweites Mal bewirken. Glaubst du, schaffst du es noch einmal? Noch einmal? Ach, Maxi, hast du denn jetzt eine bessere Idee? Ja, ich war dumm, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Du wirst das schon überstehen. Wir haben keine andere Wahl. Zauberin der Zeit, edle Adelheid, wir brauchen deine Kraft. Du Zauberin der Zeit. Höre dein Rufen, Ritter Rüdiger. Wenn man eine zweite Chance bekommt, heißt das noch lange nicht, dass auch alles gut geht. Und das Opfer, das du gebracht hast, war groß und gefährlich. Liebste Adelheid, ich möchte noch ein zweites Opfer bringen. Oh, Ritter Rüdiger. Meine Fähigkeit, mich unsichtbar zu machen. Maxi. Bist du sicher, dass deine Idee jetzt funktionieren wird? Ich glaube schon. Ich habe selbst Angst davor, aber wir müssen es versuchen. Also gut. Edle Adelheid, bitte nimm dieses zweite Opfer an. So sei es. Das große Vergessen wird sich über die anderen Menschen dieser Burg legen. Nur ihr zwei geht auf die Reise durch die Zeit und die Erinnerung bleibt. Ritter Rüdiger? Ja. Ich weiß, es wird mich meine ganze Kraft kosten. Aber ich bin bereit. Ja, ja, ich weiß, ich muss verschwinden. Ich kann nicht mehr durch Wände schweben. Ich kann mich nicht mehr unsichtbar machen. Was bin ich überhaupt noch für ein mickriger Geist? Thank you.
dritte Sippe, das ist der dritte Sippe, oje. Ich muss schon bitten, oje. So geht das nicht. Oh, Maximilian! Denn das sind Ritter. Oh, was soll ich dich noch? Aber Maxi! Wo ist das passiert? Oh, je. No. Nein, nein, no. Oh, ich sehe Herrscher auf dem Burghof Eitel, Wonne und Vergnügen. Oh ja, wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Die Ritterzeiten sind vorbei. Meine Frau jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier in diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Oh. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Danke. Bitte. Dass euer Vater dem Scheiterhaufen entgeht. Das ist eine Täuschung. Haltet mich nicht zum Narren. Kann jederzeit für eine Enttäuschung sorgen. Und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Und wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Juhu sich aufhält und ich werde euren Vater begnadigen. Aber Juhu ist ein Babydrache. Also besser, wenn er aus der Welt verschwindet, bevor er ein Riesendrache ist. Aber Großinquisitor Nebukadnezar ist. Ich weiß, wie ihr Juhu anlocken könnt. Es gibt hier einen lustigen Ritter mit dem Namen Rüdiger. Der hat eine lange Nase und der Babydrache hält ihn für seine Mama. Und immer wenn er ihn mit den getrockneten Menschenohren lockt, kommt er sofort herbei. Menschenohren! Aua, ja. Das muss ja wirklich der letzte seiner Art sein, dieser Ritter. Gut, dann lass ihn mal rufen. Ritter Rüdiger! Oh, Ritter Rüdiger! Das ist wirklich der letzte seiner Art. Wer ruft nach mir? Was hat er Seht euch diese Jammergestalt an. Ich möchte doch auch, dass dieses schreckliche Zeitalter der Drachenzauberer und Dämonen ein Ende hat. Du bist wirklich ein interessanter Knabe. So viel Aufgewecktheit und neunmal Klugheit sind mir selten untergekommen in dieser Gegend. Seltsam. Wer bin ich? Mir dünkt, ich habe das halt bereits schon mal gesagt. Maxi, was ist jetzt deine Idee? Dein Wunsch? Kannst du Juhu mit den getrockneten Menschenohren locken? Der Großinquisitor möchte ihn bewundern. Du willst, dass ich Juhu herbeirufe? Ja. Bist du dir da wirklich sicher? Ja. Bist du dir da wirklich sicher? Ihr habt doch gehört, was Maxi begehrt. Ah. Also gut. Dann soll es halt so sein. Johoi! Johoi! Mama! Mama, Hunger! Lecker, lecker! Menschenohren! Yum, yum, yum. Jetzt erschieß ihn! Oh, halt! Lass mich das einhändig erledigen! Master! Bitte, bitte, bitte! Nein! Ich möchte als derjenige in die Geschichte eingehen, der das lächerliche Zeitalter der Zauberer, Dämonen und Hexerei beendet hat. Was? Ach. Maxi, Maxi. Bussi. Es hat sich ausgebussit. Oje, was denn? Gib einen neuen Weg für ein neues Zeitalter frei. Stirb, du Scheiße. Ja. Oh mein Gott, mein armer kleiner Juhui, du hast ihn gemordet. Maxi, was hast du getan? Er ist eine Drache-Totmacher. Hör ich da nicht noch irgendetwas? Das bin ich. Der Schmerz zerreißt mein armes Drachenmutterherz. Ihr beiden werft das Wesen in die Jauchengrube hinter der Burg. Ja. Nein! Oh. Überlasst mir den Leichnam. Was, wozu denn? Ich will ihn ausstopfen. Ausstopfen? Ja, natürlich, damit man den Leuten immer vor Augen halten kann, welches schreckliches Zeitalter durch seinen Tod beendet wurde. Du bist wirklich ein interessanter Knabe. Halte dich zu meiner Verfügung. Ganz schlau werde ich nicht aus dir. Folgt mir. So, Maxi, kannst du ihn jetzt bitte wieder aufwecken? Das geht? Nichts leichter als das. Was ist dein Mutter? Hab ich geschlafen? Was war denn los? Ja, mein Schatz, du hast geschlafen. So, aber jetzt müssen wir den Kleinen irgendwo hinbringen, wo ihn keiner findet. Ja, das mach ich. Och, ich verspreche dir, ab heute werde ich nie wieder mit dir schimpfen, auch wenn du eine kleine Nervensäge bist. Nervensäge. Das war fantastisch. Herr Petra, das müssen wir meinem Vater erzählen.
Das hast du gut gemacht, Maxi, das hast du gut gemacht. Achtung! Der Großquasi-Nator bittet um eine Audienz mit dem Bruder Bernwald und dem Komplizen-Taxi in seinem Turmlabor. Was, wir zwei? Warum denn? Weiß ich nicht, hat er nicht gesagt. Oh, du lieber Himmel, das bedeutet nichts Gutes. Aber Maxi, bitte, sag du nichts, lass nur mich reden, ja? Darf nicht aufregen, Pater Bertel, sonst musst du wieder stottern. Aber Fischers Fritz fischt frische Fische, siehst du, niemand stottert. Aber ja doch, hochwürdigster Großinquisitor, wenn ich es doch ganz genau gehört habe. Isabella ist schwanger von diesem Prinz Bertrand und dabei sind die beiden nicht einmal verheiratet. Was du nicht sagst. Das ist eine Schande. Mhm. Moment. Aber der Scheiterhaufen droht dem Burgfräulein dafür doch nicht, oder? Nein, aber wenn wir sie in Bedrängnis bringen, dann lässt der Burgherr vielleicht seine Maske fallen und wir sind der Verurteilung wieder ein Stück näher. Aber glaubt ihr denn, wir können ihre Seele... Genug davon. Das Thema erledigt sich von allein. Was mich wirklich fasziniert, das ist das hier. Und was ist das? Giftgas. Giftgas? So nannte es zumindest mein Bruder. Er hat eine Flüssigkeit entwickelt, die sich bei der Berührung mit Luft sofort in ein Gas auflöst. Ein Gas, das eine verheerende Wirkung auf sämtliche Lebewesen haben soll. Aber das ist ja schrecklich. Schrecklich effektiv. Allein die Angst davor reicht aus, den Gegner in die Knie zu zwingen. Aber wenn sich so ein Gas ausbreitet, könnte es ja auch jene Leute treffen, die es losgelassen haben. Ja, daran hat mein Bruder natürlich ebenfalls gedacht. Hier, das Antidot, das Gegenmittel. Wer das zu sich genommen hat, der ist für den Zeitraum von ungefähr einer Stunde geschützt. Wir werden es testen. Auf dem Burghügel, da weiden so viele Schafe, da wird es nicht weiter auffallen, wenn eines fehlt. Eure Eminenz, ihr könnt doch nicht stehen. Oh, Pater Bertel, schön, dass ihr kommen konntet. Bitte, nehmt doch Platz. Bitte euch, verzeiht, dass ich noch ein paar Fragen stellen musste, aber es ist meine Aufgabe, allem nachzugehen, was irgendwie von Interesse sein könnte. Wir stehen zu euren Diensten, Eminenz. Maxi, wer sind denn deine Eltern? Seine Eltern... Die Frage war an den Knaben gerichtet. Es tut mir leid, ich kenne meine Eltern nicht. Sie sind bei einem Feuer gestorben. Einem Feuer? Oh, schrecklich. Wie hat sich das zugetragen? Also, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich war noch ganz klein. Wir wohnten in einem riesigen Haus. Und dann hat es gedonnert und geblitzt. Aha. Und wie hieß nochmal sein Vater? Wie, sein Vater? Der hieß Fried. Ganz ruhig, Pater Bertel, ganz ruhig, nicht aufregen. Mhm. Fridolin. Aha. Sein Vater hieß Fridolin. Ein Bauer aus dem Waldviertel. Aus dem Waldviertel. Und im Waldviertel, da wohnen die Bauern dann in riesigen Häusern. Naja, nicht alle. Und du sprichst Latein? Ja, das hat mir Pater Bertel beigebracht. Na, interessant. Die Angehörigen der niederen Geistlichkeit sind kaum der deutschen Sprache mächtig und dieser Knabe hier spricht Latein. Naja, Maximilian ist zu höheren Berufen. Ah, später vielleicht. Ja. Vielleicht Priester? Ja. Oder Bischof? Mag sein. Ja, warum nicht gleich Großinquisitor? Ja, los mit dieser Farce. Sagt mir die Wahrheit. Wer ist dieser Knabe? Ich muss euch auf die Sprünge helfen, und zwar mittels der Folter. Pater Bertel, bitte. Manchmal hilft nur das Lachen. Man kann ganz Besseres machen. Fischer Fritz foltert volle Frösche. Warum lasst ihr nicht in Ruhe? Er hat euch doch die Wahrheit gesagt. Ja, das hat er. Ihr könnt gehen. Komm, Pater Bertel, wir gehen. Manchmal hilft nur das Lachen. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Eure Eminenz? Maxi. Der kleine Maxi. Der Pater hat einmal den ganzen Namen genannt, Maximilian. Ja, aber die meisten Knaben, die man mit Maxi abkürzt, werden eigentlich Maximilian genannt. Erinnerst du dich noch an den Namen des Vaters? Fridolin. Fried. Da wär's dem Pater fast herausgerutscht. Was herausgerutscht? Friedrich. Friedrich? Friedrich der Dritte aus dem Hause Habsburg.
Herzog der Steiermark von Kärnten und Krain, Herzog von Österreich, römisch-deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Aber Eure Eminenz wollte ich damit... Denk mal ganz scharf nach. Friedrich hatte einen Konflikt mit seinem eigenen Bruder, nicht? Albrecht VI. Und der ließ ihn in der Wiener Hofburg mit Kanonen beschießen. Ja, verstehst du denn nicht? Max hat von Donner und Feuer gesprochen, und zwar in einem riesigen Haus. Und seitdem ist der Sohn von Kaiser Friedrich wie durch Zauberhand verschwunden. Und wie hieß dieser Knabe? Der Thronfolger Maximilian. Ganz genau. Friedrich III. Hat seinen Erben in Sicherheit gebracht, indem er ihn auf eine Reise schickte mit einem unauffälligen Pater von Burg zu Burg, von Kloster zu Kloster. Der kleine Maxi ist der zukünftige römisch-deutsche Kaiser. Und wer diesen Knaben in seiner Gewalt hat, der verfügt über eine Macht, die alles verändert. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Wer sie hat, darf niemals feige sein. Nur mit Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser hat das nicht getan. So viel Kriege, so viel Schlachten und Streit, weil der Mann fehlt, der mit starker Hand die Reiche all vereint. Nur die Macht kann der Schlüssel sein, nur die Macht. Derjenige, der sich der Macht als würdig erweisen will, er darf nicht zögern. Siegfried, wir schreiten zur Tat. Aber das habe ich dir doch schon so oft erzählt. Ja, aber jetzt fällt mir auf, dass irgendwas nicht passt. Das, was nicht passt? Ein Bauernhaus im Waldviertel? Ich kenne die Bauernhäuser hier im Mostviertel. Und die sehen so gar nicht aus wie an das Haus, das ich mich erinnere. Die hohen Wände, die vielen Räume, die offenen Kamine mit dem prasselnden Feuer drin. Aber Maxi... Maxi, du hast gerade eben noch Maximilian gesagt. Aber das sagt doch gar nichts. Was ist denn los? Nebukadorius hat Maxi gerade verhört und ihn ganz durcheinander gebracht. Und jetzt schaut ihn euch an. Wer bin ich? Und wer ist meine Mutter? Wer bin ich? Und wie ist denn mein Vater? Wer bin ich denn? Und wo komm ich her? Aber das weißt du doch. Wer bin ich? Da bleiben so viele Fragen. Wer bin ich? Mich schon lange plagen, wer bin ich denn? Wo ist mein Platz in der Welt? Das kann schon mal passieren, dass man solche Fragen stellt. Das kann schon mal passieren, dass da kein Weg mehr weiterführt. Verängstigt und verwirrt. Wer bin ich? Ich kann schon nicht mehr lachen. Wer bin ich? Da fehlen so viele Sachen. Wer bin ich denn? Und sieht man mir denn wirklich, wie es ist? Wer bin ich? Sei bitte nicht betrübt. Wer bin ich? Weil dich Irene liebt. Wer bin ich? Können wir nur helfen, kleiner Freund? Juhu! Vielleicht kann ich dir dem Knaxi-Maxi helfen. Wer bin ich? Ich bin ein Babydrache, ja, ich bin ich. Weil ich halt immer lache, meine Mama hat die allerlängste Nase auf der Welt. Wer bin ich? Die Mama! Ich kann noch nicht mal schweben, wer bin ich? Meine Mama! Bleib am Boden kleben, was ich nicht mehr weiß. Bin ich überhaupt noch ein Rittergeist? Danke, Joko. Moment, Moment. Was muss ich denn da hören? Wer lässt denn da den Kopf so hängen? Ritter Rüdiger? Maxi? Fragen über Fragen, nein, das bringt nix. I-A. I-A. Nein, das bringt nix. I-A. I-A. Ich leb so viele Jahre, hab schon so viel graue Haare, doch von
der Wiege bis zur Bahre. Nur gute Freunde sind das Wahre, das ist fix. I-A, I-A, das ist fix. I-A, I-A. Woher man kommt, wohin man geht, wofür man lebt. Nur eines macht, dass sich die Erde weiter dreht. Wer gute Freunde hat, weiß immer, wo er steht. Mit Freunden gemeinsam ist man nie einsam auf dieser Welt. Was man mit der Freundschaft macht, dass die Freundschaft uns so gefällt. Isabella, wie ging noch mal das Lied? Sei die Freunde. Ein zweiter Ast, Freunde nehmen dir die Last. Seid Freunde, oh ja, gute Freunde. Die fragen dich, woher du kommst, wie viel du hast und wo du wohnst. Hast du in schweren Stunden einmal Gegenwind? Na dann siehst du genau, was gute Freunde sind. Wir sind Freunde, oh ja, gute Freunde. Seid ihr Freunde? Oh ja, gute Freunde, oh ja. Freunde haben große Ohren, die kann man braten und auch schmoren. Gut getrocknet sind sie, knusprig und so gut. Und da kriegt der Knacksi Maxi wieder Mut. Juhui! Oh, heilige Mutter Maria. Du kannst ruhig Brunhild zu mir sagen. Was? Ich, Brunhild, du... Brunhild, ich hab... Was ist denn passiert? Ich hab noch nie so etwas Schreckliches gesehen. Nebukadnezar hat hinter der Burg auf der Weide dieses arme Kleine, dieses Unschuldige, dieses arme Schaf. Ein Schaf? Ja, das ganze Schaf. Das einfach mit diesem Gas und in weniger Sekunden die ganze Masse Blut, Fleisch. Sei mir nicht böse, aber ich verstehe gerade überhaupt nichts. Nebukadnezar war immer mein Gönner, mein Förderer, mein Lehrmeister. Aber das, was ich jetzt gerade in seinen Augen gesehen habe, macht mir Angst. Erzähl mir doch, was... Siegfried! Oh mein Gott, nein. Ich kann ihm jetzt nicht unter die Augen treten. Dann komm mit mir schnell. Siegfried! Seltsam. Er scheint ihn jetzt doch ein wenig aus der Bahn geworfen zu haben, diesen zart beseiteten jungen Mann. Er wurde bisher weder mit dem Tod noch mit der Versuchung durch die Macht konfrontiert. Dann wird es jetzt die Schule seines Lebens. Nur die Macht kann der Schlüssel sein, um die Welt zu lenken, zu befreien. Nur die Macht, die man dann auch behält, sonst regiert das Chaos diese Welt. Für den Frieden braucht es einen, der lenkt. Für die Freiheit braucht es einen, der für alle Menschen denkt. Sein. Nur die Macht. Alle spielen ihre Spielchen, wollen immer mehr. Doch sie kämpfen nur um Krümel. Der Teller, der bleibt leer. Auf dem harten Weg nach oben, von dem manche Wunde zeugt, muss ich viele Schlachten schlagen. Doch ich habe mich nie gebeugt. Wenn ich sehe, wie das Leben manchen Mann gebrochen hat, der Macht in seinen Händen nicht entsprochen hat, der nur zögert, der nur zaudert, feige ist und weich. Doch ich weiß, wenn ich heute siege, dann vereine ich dieses Reich. Man darf nicht zögern,
zaudern sich dieser Macht, als würdig zu erweisen, selbst wenn man dafür töten müsste. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Wer sie hat, darf niemals feige sein. Nur die Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser hat das nicht getan. So viel Kriege, so viel Schlachten und Streit, weil der Mann fehlt, der mit starker Hand die Rache all vereint. Nur die Macht. Was ich in den Händen halte, ist so schrecklich schön. Es ist grausam, es ist tödlich, keiner kann bestehen. Es wird heute hier beendet, dass man mich je bekriegt. Dieses Mittel in den Händen, bleib ich unbesiegt. Und da ist noch dieser Knabe, der Trumpf in meinem Spiel. Er bringt mich an das Ziel, in diesem Kampf auf Tod und Leben. Nur die Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser hat das nicht getan. Für den Frieden braucht es einen, der lenkt. Für die Freiheit braucht es einen, der für alle Menschen denkt. Nur die Macht kann der Flüsser sein. Nur die Macht. Haben sich denn die Rheinsberger hin verkrochen? Immer wenn ich zu singen beginne, sind sie weg. Bruno, blas doch bitte mal die Fanfare und du hol den Delinquenten aus dem Stall. Hier, die Fanfare. Es ist immer so lustig. Ja, ich weiß. Ketzerei, Unzucht, Verschwörung, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber Heinrich muss fallen, das ist klar. Und ich weiß auch schon, wie... Was ist denn das für ein abscheuliches Geräusch? Du sollst die Fanfare blasen, nicht die Posaune. Das ist deine Fanfare. Sowas. Maxi. Warte, Bertel. Siegfried, ich hoffe, die Aufregung hat sich wieder ein wenig gelegt. Es ist alles gut, Eure Eminenz. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, dann eröffne ihr den Prozess. Hör dich. Ich eröffne hiermit die Fortsetzung des Prozesses gegen Heinrich von Rheinsberg. Mhm. Gut, wie ist das Befinden des werten Delinquenten, Siegfried? Ich nehme an... Saugut. Unverändert, Eure Eminenz. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Isabella von Rheinsberg? Eure Eminenz? Seid ihr mit Prinz Bertrand von Bordeaux verheiratet? Noch nicht, aber der Termin steht schon fest. Gut. Wachen, nehmt sie fest. Was? Hallo? Warum denn? Ich habe in Erfahrung gebracht, dass ihr guter Hoffnung seid. Was? Schwanger ist Isabella, stimmt? Also, ich weiß nicht, ich hatte einen Verdacht, aber ich wollte damit warten, bis ich sicher bin. Ich habe keine Ahnung, woher Pater Bertel die Information hat, aber offenkundig hat er sogar einen Beweis. Woher wisst ihr das? Dank
Danke, Pater Bertli, ihr seid wirklich ein Meister darin, Dinge unbeabsichtigt zuzugeben. Aber die Konversation von gerade eben war ja aufschlussreich genug. Diese beiden hier, die sich nicht im heiligen Stand der Ehe befinden, haben Unzucht getrieben und sich somit strafbar gemacht. Aber Unzucht ist nicht Ketzerei! Das ist wahr, Siegfried. Deswegen wird sie auch nur an den Pranger gestellt. Mit einer 6-monatigen Kerkerstrafe bedacht, mit glühenden Zangen gebrannt und anschließend öffentlich ausgepeitscht. Es reicht! Hört endlich auf mit diesem unwürdigen Schauspiel! Niemand wird sich an meiner Tochter vergreifen. Noch bin ich Burgherr auf Rheinsberg und ich werde nicht zulassen, dass eurer Tochter was geschieht. Nun, sei es drum. Lasst sie frei. Und ergreift diesen elenden Schwindler hier, diesen Ketzer, der es gewagt hat, die heilige Inquisition zum Narren zu halten. Ob Isabella schwanger ist oder nicht, das kümmert mich einen Dreck. Aber ihr seid ein Ketzer, ein Schwindler und ein Scharlatan. Und euch, unterschwöre ich bei Gott, werde ich auf den Scheiterhaufen bringen. Niemand wird heute auf den Scheiterhaufen gebracht. Isabella! Ratsknechte! Niemand rührt sich. Kuno Bruno, lasst Heinrich frei. Wagt es. Ihr seid Soldaten und habt Angst vor einem Weib. Sie müssen keine Angst haben. Ratsknechte, haltet stand. Denn ich treffe, worauf ich ziele. Und mein nächster Pfeil zielt auf euer Herz, Nibokatorius. Ihr seid tot. Ihr zielt auf einen Mann der Kirche. Lasst ihn frei. Ja. Lasst ihn frei. Niemand muss verletzt werden. Lasst ihn... Komm her. Was soll das, Arimel? Wie könnt ihr? Wie könnt ihr glauben, dass ich euer Geheimnis nicht durchschaut haben könnte? Ich weiß, dass ich mit diesem Knaben den größten Trumpf im Kaiserreich in der Hand halte. Denn dieser Knabe... Denn dieser Knabe... ist der zukünftige Kaiser... des Heiligen Römischen Reiches. Und er ist mein Thronfolger. Maximilian der Erste. Mein Sohn. Eure Majestät. Pater Bertl, mein treuer Diener, es freut mich, euch wohlbehalten hier zu sehen. Aber wie es scheint, komme ich keinen Augenblick zu früh. Deodatus Nebukadnezarius, lasst augenblicklich meinen Sohn frei! Ihr versteht das vollkommen falsch. Ich verstehe das vollkommen richtig. Großmeister der Heiligen Inquisition, diesen Titel habt ihr die längste Zeit getragen. Das verspreche ich euch! Ist das wirklich Kaiser Friedrich? Ich glaube, mein Schwänze... Psst! Ja, Maxi, das ist Kaiser Friedrich und er ist euer Vater. Und ihr seid der Thronfolger, Majestät. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Seit wann kniest du denn vor deinem Maxi nieder? Nein, nicht mehr Maxi, edler Prinz. Ab nun nur mehr Maximilian. Es freut mich zu sehen, dass ich mich nicht in euch getäuscht habe, Pater Bertl. Aber umso mehr... scheine ich mich in euch getäuscht zu haben, Deodatus Nebukadnezarius. Und damit ihr kein weiteres Unheil anrichten könnt, muss ich euch verhaften lassen. Landsknechte. Ihr lasst auf euren Kaiser zielen. Die ganze Burg ist von meinen Soldaten umstellt. 2 Schüsse habt ihr. Dann seid ihr des Todes. Ja, was ficht euch denn an? Ihr könnt doch nicht auf euren Kaiser zielen. Dahin auf, dahin zielt die Fiole. Diese geniale Erfindung meines Bruders. Hinweg. Siegfried, komm hier. Siegfried, du hast doch gesehen, was das Gas anrichten kann. Bestätige es mit deinem Bericht. Oh mein Gott. Hinfort. Er hat diese Flüssigkeit hinten im Wald an einem Schaf getestet. Und sobald sie mit Luft in Berührung kommt, verwandelt sie sich sofort in ein grünes Gas, das sich rasend schnell ausbreitet. Danke dir für diese bewegende Schilderung. Nebukadnezarius, ihr seid der Teufel! Was? Nein, wo denkst du denn hin, Siegfried? Wenn ihr das Gas ausströmen lasst, werdet ihr wenigstens auch selbst getötet. Wie? Da kennt ihr aber meinen Bruder schlecht. Er hat natürlich ein Gegenmittel. Oh, das ist ja...
leer. Wahrscheinlich deswegen, weil meine Landsknechte und ich ausgiebig davon getrunken haben. Ja, und warum haben wir beide nichts davon bekommen? Tja, man muss eben Prioritäten setzen im Leben. Ubi est Deus meus in coram meam! Hallo! Ihr kleinen Flachlandknechte! Na, versucht doch mal die Flasche zu treffen, ne? Hoppa! Was ist? Hui, Mama, so lustig. Was, das Vieh lebt noch? Was ist, tritt der Rüdiger, die Flasche darf nicht zerbrechen. Was? Diese Flasche hier? Na, keine Sorge, ich bin doch nicht blöd. Ihr gefährdet das Leben all dieser Menschen hier. Nichts fällt die Flasche passiert. Sofort auf den Boden. In 5, 4, 3, 2. Was? Was? Hey, hallo, liebe Reinsberger. Da hat jemand die Drachensaupone geblasst. Und dann hat er sie wieder zurückgeblasst. Und dann hat er sie schon wieder geblasst. Und dann habe ich mich nicht mehr ausgekennt. Juhui, Mama und Papa, alle zusammen. Ja, aber Ritter Rüdiger, was hast du denn da hinterm Rücken verborgt? Feuermaul, das darfst du nicht. Jetzt, nein, nein, nein. Landsknechte, schieß! Schieß! Schlechte Haar, das habt ihr so gedacht, ja? Aber ihr kriegt... Feuermaul, was hast du getan? Jetzt musst du sterben! Das war scharf. Boah, gibt's davon noch mehr? Nein, ich glaube nicht. Schade. Deodatus Nebukadurius, und nun zu euch. Wagt es nicht, ein Mitglied des heiligen Offiziums anzurühren. Ihr habt keinerlei Verfügungsgewalt über mich. Keinerlei. Nein, im Gegenteil. Ihr habt meine Arbeit behindert. Ihr habt die Arbeit der Heiligen Inquisition behindert. Ich gehe, ja. Aber ich kehre wieder mit weiteren Mitgliedern des Heiligen Offiziums, mit Tausenden. Und dann gnade euch Gott. Ihr werdet nicht der erste Kaiser, der vom Heiligen Stuhl exkommuniziert wird. Meine Macht wird jeden zermalmen, der es wagen sollte, sich ihr in den Weg zu stellen. Egal ob Kämpfer, Ketzer oder Kaiser. Meine Zeit wird kommen. Und die Eure wird da... Was? Lass mich hier! Lass mich... Was? Meine Zeit wird kommen! Also, ich habe ja bei den beiden Drachen meinen Augen schon nicht mehr getraut. Aber was bitte war das? Das war Adelheid mit den Zeitgeistern. Sie kümmern sich jetzt um den Schurken. Auf dieser Burg geschieht ein Mysterium nach dem anderen. Und mein Sohn spricht den Rätseln. Habt ihr ihm das beigebracht? Nein, Eure Majestät. Dieses vorlaute Mundwerk ist sozusagen sein Markenzeichen. Und du bist mein Papa? Aber Maxi, bitte, was haben wir gelernt? Auch die eigenen Kinder sprechen den Kaiser nur mit Eure hochwohlgeborene Majestät. Stimmt. An. Eure hochwohlgeborene Mayonnaise. Ich bin's, euer Maxi. Maximilian, mein lieber Sohn. Ich bin ja so froh, dich wieder bei mir zu haben. Du und auch deine Mutter freut sich schon so sehr auf ein Wiedersehen. Soll das heißen, ich habe doch eine Mama? Ich hatte immer gedacht, ich wäre ein Waisenkind. Und jetzt weiß ich doch, dass ich auch noch eine Mama habe. Das ist so toll. Du Mama, soll das heißen, dass der kleine Knacksi Maxi auch eine Mama mit einer langen Nase hat? Nein. Die Kaiserin hat natürlich keine lange Nase. Aber meine Mama hat eine lange Nase.
Ja, deine Mama, deine Lange. Bitte, Rüdiger, ich werde diesen Tag niemals vergessen. Und ich werde auch dich niemals vergessen. Ich weiß, dass inzwischen alle über die Ritter lachen. Aber ich lache nicht, auch wenn sie mich den letzten Rittern erinnern. Ich werde die Ehre der Ritter für immer hochhalten. Eure Maxität, eure Majestät. Das ist so eine große Ehre. Vergiss das mit der Majestät. Du bist mein Freund für immer und ich werde dafür sorgen, dass dein Name auch noch in 1000 Jahren hochkommt.